Templerorden. Templerorden ist der Bezeichnung eines geistlichen Ritterordens. Der Templerorden bestand von 1118 bis 1312. Die Mitglieder des Templerordens wurden bezeichnet als Templer oder auch als Tempelritter, zum Teil auch als Tempelherren. Der volle Name der Mitglieder des Templerordens ist Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Der Templerorden wurde gegründet 1118 infolge des ersten Kreuzzugs. Der Templerorden war ein Orden, der die Ideale des adligen Rittertums vereinen wollte mit dem der Mönche. Denn es ging darum, das Heilige Land zu erobern, und dazu sollten Mönche dorthin kommen, aber anders als Mönche sonst, die ja friedlich sind und keine Waffen tragen, haben die Templer eben Waffen getragen und sie waren damit eine militärische Eliteeinheit. Der Tempelorden oder der Templerorden unterstand direkt dem Papst. Allerdings wurde der Templerorden 1312 von Papst Clemens V. aufgelöst nach einem langwierigen, aufsehenerregenden Templerprozess. Der Templerorden wurde also 1118 gegründet. Er war wichtig im Heiligen Land. Die Ordensregeln basierten auf der Regel des Benedikt von Nursia aus dem 6. Jahrhundert. Es gab dort aber 72 Ordensregeln. Die Templer sollten am Gottesdienst teilnehmen. Es wurde vieles beschrieben, was sie alles tun sollen. Zu Anfang hatte der Orden einen richtigen Aufschwung. Es gab viele, die ihm beitraten, die Templer wollten die Pilger auch beschützen, sie hatten militärische Aktivitäten, allerdings waren die militärischen Aktivitäten oft nicht von Erfolg gekrönt. Der Templerorden war aber nicht nur im Heiligen Land aktiv, sondern er kämpfte auch auf der Iberischen Halbinsel und war aktiv bei der Vertreibung der Mauren in Spanien und Portugal. Die Templer waren international, sie hatten Mitglieder in England, in Frankreich, in Italien, Spanien und in Jerusalem. Und so hatten sie auch zahlreiche wirtschaftliche Aktivitäten. Manche sagen, dass die Templer das erste internationale Bankhaus waren. Schon 1135 hatten die Templer erste Verleihgeschäfte. Es gab etwa 1500 Ordensmitglieder, verwalteten Ende des 13. Jahrhunderts um die 9000 über ganz Europa verstreute Besitztümer. Und so war ursprünglich die Aufgabe, Gewinne zur Finanzierung des Kampfes in Palästina zu erwirtschaften. Dort gab es die Hauptquartiere des Tempels in Paris und die Temple Church in London. Und dann gab es auch verschiedene Tempelhöfe, zum Beispiel in Berlin Tempelhof. Und so war der Orden, nachdem das Heilige Land verloren war, hauptsächlich ein wirtschaftlicher Orden. Dies führte zu Begehrlichkeiten durch den französischen König, und der verfolgte die Templer und konfiszierte die Besitztümer. Es gibt verschiedene Aussagen bezüglich der Templer. Manche sagen, dass der Templerorden den Heiligen Gral beschützte. Viele sagten, dass die Templer heilige Rituale ausführten. Bis heute gibt es viele Mythen um den Templerorden. Auch im Okkultismus und in der Esoterikbewegung wird sich immer wieder auf Symbole des Templerordens bezogen. Und im 18. Jahrhundert gab es dann neue Organisationen, die sich als Templerorden bezeichneten. Manche dieser Templerorden waren eben okkultistisch-esoterisch. Es gab auch Templerorden der Nationalsozialisten
und in der Popkultur regen die Templer bis heute immer wieder die Fantasie von Neuem an. Bis heute ist nicht ganz geklärt, ob die Templer tatsächlich diese Geheimwissenschaft hatten, geheimes Wissen hatten, geheime Gegenstände hatten, ob sie tatsächlich in Magie und Okkultismus, Alchemie, Astrologie so bewandert waren und ob tatsächlich manche Templer auch überlebt haben und esoterisches Wissen bis heute weitergegeben haben.